Was geht ab, meine lieben Freunde? Hallo und willkommen zu einem neuen WoW Gold Guide. Mein Name ist Zeltas oder einfach nur Marc und BFA, meine Freunde, ist jetzt schon ein bisschen mehr als 6 Monate am Laufen. Ein halbes Jahr kämpfen wir jetzt schon um Azeroth und naja, ich wollte deswegen einfach mal ein kleines Resümee ziehen und euch 3 Goldmaking-Methoden vorstellen, die immer noch für mich funktionieren. Ich weiß, zurzeit in BFA Gold zu machen ist ein bisschen schwerer als sonst, weswegen ich dachte, dass es doch eigentlich eine ganz nice Idee wäre, wenn ich mal so ein paar Methoden zusammenfasse, die noch funktionieren. Aber ich will gar nicht lange um den heißen Brei herumreden, ich leg einfach mal los. Halt, stopp! Bevor ihr jetzt direkt deabonniert, keine Sorge, ich meine natürlich nicht diese super profitablen, in sehr dicken Anführungszeichen, Transmog-Farms aus TBC oder so mit Greens, die eine Sellrate haben, die fast schon ins Negative geht. Ich meine eher so richtige Oldschool-Transmog-Farm-Spots. Ich persönlich zum Beispiel farm bis heute immer noch super gerne Zul'Farrak. Meiner Meinung nach gibt es da bis heute die größte Auswahl an Greens, die man so verscheuern könnte. Von Jadebeinplatten über Glory Legplates bis hin zur blutgeschmiedeten Rüstung ist wirklich alles mit dabei aus wirklich allen Preisklassen. Und wenn man Zul'Farrak wirklich ausgiebig farmt und ein breites Angebot im Auktionshaus hat, dann, meine lieben Freunde, finde ich, dass solche Transmog-Farms immer noch viable zum Goldmachen sind. Falls ihr den Zul'Farrak-Farmspot nicht kennen solltet, no problemo, ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, das ich euch jetzt einfach mal oben in der Infocard, aber auch unten in der Videobeschreibung mal verlinke. Wie schon gesagt, klar, Transmog ist kein Garant für super hohe Goldumsätze, aber für einen schönen Nebenverdienst ist er meiner Meinung nach immer noch gut. Der ein oder andere von euch wird sich jetzt vielleicht fragen, warum Schmiedekunst und nicht einfach alle Herstellungsberufe? Naja, das liegt ganz einfach daran, dass zurzeit da, wo ich spiele, also auf Mid- bis High-Pop-Servern, sich gefühlt der andere Kram einfach nicht mehr lohnt. Verzauberkunst sind die Preise im Keller, Alchemie, Preise im Keller, Juwe sind auch die Preise im Keller, Inschriftenkunde teilweise okay, aber größtenteils sind die Preise im Keller. Ich sag mal so, es lässt sich da so ein leichtes Schema erahnen und naja, das einzige, was für mich übrig geblieben ist, wo ich euch jetzt ehrlich sagen kann, dass ich damit noch Gold mache, ist halt Schmiedekunst. Lustigerweise ist es auch gleichzeitig einer der wenigen Herstellungsberufe, wo ich auch mit alten Sachen noch richtig gut Gold machen kann, da wiederum aber auch hauptsächlich mit den geschmiedeten Waffen da, die wohl mit die beliebtesten Transmog-Items aus der Herstellungsberufssparte sind. Ich möchte euch jetzt auch hier nochmal mein WoD-Schmiedekunst-Goldguide ans Herz legen. Klingt im ersten Moment nicht spannend, aber schaut ihn euch an und stellt dann vor allem auch die Waffen her. Ist wirklich Zucker. Wie immer, einen Link zum Video findet ihr jetzt oben in der Infocard. Was allerdings BFA-Schmiedekunst angeht, habe ich im Prinzip 2 Favoriten, mit denen ich Gold mache. Erstens, wer hätte das gedacht, die epische 340er Ausrüstung. Ich denke mal, ich werde euch das nicht groß erklären müssen. Diese Items sind zwar nicht mehr so teuer wie am Anfang, aber trotzdem, jeder Hinz und Kunz kauft sich die für seine Twinks und das ist wirklich einer meiner stabilsten Einkünfte, die ich zurzeit habe. Der zweite meiner Favoriten, sage ich jetzt mal, sind die monolithgehärteten Steigbügel. Diese erlauben es euch grob gesagt vom Mount aus zu farmen. Wenn man kein Druide ist, dann sind die Steigbügel also echt ein Muss, wenn man Bergbau oder Kräuterkunde hat. Ganz ehrlich, die Steigbügel haben einen guten Preis, eine starke Verkaufsrate und sind auch wirklich einer meiner Topseller. Da möchte ich euch aber noch einen kurzen Tipp mit auf den Weg geben. Behaltet immer den Preis von Monolith-Erz im Auge. Vergleicht immer und schaut, ob es sich mehr lohnt, die Erze zu verarbeiten oder roh zu verkaufen. Ich weiß, ist jetzt kein Profi-Tipp, aber man vergisst das auch mal schnell, also einfach daran denken. Ja, dann kommen wir jetzt wohl zu meiner größten Einnahmequelle. Die Sache, die ich aktuell wirklich jedem empfehle, der mich fragt, wie er schnell und sicher Gold für seine WoW-Marke zusammenbekommt, Material-Farmspots. Um genauer zu sein, BFA-Material-Farmspots, um noch genauer zu sein, in meinem Fall Kräuterkunde und Bergbau. Diese beiden Sammelberufe sind wirklich locker zurzeit 70-80% meiner Goldeinnahmequellen. Ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht an BFA selbst oder sonst was, aber ganz ehrlich, mit nichts verdiene ich zurzeit annähernd so viel Gold wie mit Blümchen pflücken und Erze abklopfen.
Vor allem mit einem speziellen Farmspot, den ich euch auch schon mal vorgestellt habe. Und zwar eine schöne Farmroute in Voldun. Diesen Spot farme ich bis heute und das wirklich stundenlang, einfach weil er so viel abwirft. Sternmoos, Ankerkraut, Platinerz, Akundas bis Sturmsilbererz, da ist wirklich fast alles mit dabei. Und ganz ehrlich, das ist halt der Farm, den ich immer abklapper, wenn ich mal einen ruhigen Abend haben will, einfach ein bisschen zocken möchte und dabei Twitch gucke oder sonst was. Ist wirklich klasse, ich kann ihn wirklich nur jedem empfehlen. Deswegen, ein Link zu dem Guide findet ihr jetzt auch nochmal oben in der Infocard. Und ich denke, ich kann zum Thema Materialfarmspots auch nochmal ein bisschen was spoilern. Tatsächlich stelle ich euch demnächst irgendwann mal einen anderen BFA-Farmspot vor, den ich auch sehr gerne abfarm und tatsächlich auch mal auf dem Allianz-Kontinent liegt. Ja, ich weiß, endlich mal was für die andere Fraktion. Kein Problem, ich bin großzügig. Ich weiß. Wann genau da kommt, kann ich aber nicht sagen. Muss ich selbst erstmal alles regeln, sollte aber nicht zu lange dauern. Gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht habt ihr ja ein paar Ideen bekommen, wie ihr noch Gold machen könntet. Nicht vergessen, Links zu den ganzen erwähnten Farmspots und Guides sind jetzt oben in der Infocard. Aber jetzt mal eine Frage an euch. Womit verdient ihr eigentlich so eure WoW-Marken? Auch hauptsächlich mit Rohmats oder habt ihr mit anderen Berufen mehr Glück als ich? Würde mich echt mal interessieren, darum haut mal bitte eure Meinung unten in die Comments. Für die neuen Zuschauer unter euch, ich würde mich echt freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Ihr dürft auch sehr gerne das Video bewerten. Folgt mir auch auf Social Media, vor allem auf twitch.tv/zeltasgaming für Livestreams, joint meiner WoW-Community und jetzt auch meinem Discord-Server. Links für das alles wie immer unten in der Videobeschreibung. Aber am allerwichtigsten, Leute, wieder vielen Dank fürs Zusehen und noch viel Spaß beim Goldmachen. Tschüss und haut da rein.